Raus. Grüne Kiste. Noch eine sein, wahrscheinlich oben. Ja, ja. Hör auf zu heulen, lauf bei deiner Mutter. Muss dich aber auch genau dumm davor stellen, damit er die Kisten da machen kannst, ne? Okay, jetzt holen wir da hinten das in. Leben 1, Medikamentenüberfall, ja. So, Sekunde. Kann mein Skillmenü anschauen. Na, jetzt wo du es sagst, gell? Ich würde ja gern C4 holen, aber komme ich noch nicht dran. Das gibt eine Masche. Ja, so ungefähr sieht er. Da hat er doch ausgesehen, Montana. Das war. Oh Gott. Also. Da gibt es auch noch grüne Punkte auf der Karte hier. Ja, das sind Geiseln oder was, keine Ahnung. Nee, das sind die, wo rumrennen schon. Glaube ich. Warte mal. Ne, ne, die rennen rum, die habe ich schon freigelassen, alles easy. Hier ist noch eine. Messung irgendwo. Also Vorsicht, hier unten steht auch noch eine harte Wache mit zwei Motorrädern. Was bringt mir dieses Supply-Zeug? Damit kannst du dann die Sachen freischalten, das brauchen sie freischalten. Okay. Wenn du auf die schaust, auf Requirement 2 in 600, okay, okay. Genau. Kommt der Typ jetzt hier hoch? Also steig ein. Nochmal 1440p und so, das ist fantastisch, wie das aussieht. Schon, muss man den schon lassen. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Wir sind da. Markiere Ziel, achte auf die Umgebung. Ja, er hat ihn standesgemäß abgelassen. Hier steht doch jetzt bei dem Veteran, den ich hier gerade habe, der mit der Rüstung. Töten Sie den Befehlshaber dieses Lagers, damit sich die Gegner schneller ergeben. Okay. Kommt mal noch, ich muss mir sauer schon mal die Drohne angucken, auch wenn sie markiert sind hier. Okay. Okay. Befehlshaber ist tot. Warte mal noch. Er hat schon. Ja, ja. Die haben mich nicht entdeckt. Alles gut, die haben mich nicht gesehen. Nee, haben sie nicht. Ne? Gebe Hubschrauber hoch. Mach den Hubschrauber nicht kaputt. Sondern? Die Leute. Alle Tangos down? Ja. Wir können. Wir. Irgendwo eine Notiz zu holen. Warte mal, ich breche das mal ab. Kann mal jemand anders das hier aussuchen?
Hinter mir. Und nicht was. Und hier, schau mal hier, hinten in der Ecke. Bei 15 Meter mit dem Ausrufezeichen. Moment. Investigate. Okay, Bonus Metal. Okay. Den ich da gesehen habe, den habe ich gehabt. Okay. Was sind das da denn für Infos? Zeigt dir dann irgendwelche speziellen Sachen an auf der Map, ne? Damit kannst du aufdecken lassen, ja, genau. So. Also unsere Missions, wir haben gerade mal eine von 6. Können wir das mal bitte... Da ja, die Mission. Gleich. Ich habe gar nichts gemacht. Der ist tot, hast du gesagt? Ne, das ist halt kalt, du musst den Anführer abknallen, hab ich gemacht? Ne. Ja, das meine ich mit Wappen. Ich hab gesagt, wo ihr noch am Fahren wart, mit der Drohne, hier steht. Wenn der den Anführer abknallt, ergeben die anderen sich nicht, schießt den Anführer ab. Geh da weg, oh, geh da weg, einfach. Oh Gott. Und dann schießt er bitte weiter drauf. Feuerball, Junge! Einsteigen. Das ist nur ein Zweisitzer. Wo geht's denn jetzt hin? Story-Modus. Ja, ich hab markiert. Oder was? Ja, ich hab markiert. Fahr da hin. B dahin. Oder A? Was ist es denn? A, wer hat denn B markiert? Weiß ich nicht. Ach, B ist die Waffe. Mach A. Fertig. B war die Waffe. Kann man die Scheißmarkierung auch irgendwie. Keine Ahnung. Da hat schnellste Kfz ausgesucht, was da ist, ne? Ein Turbodiesel. War nichts anderes am Berg. Oh, echt nicht? Kein Moped? Ach, das ist so schön hier, haben wir keinen Berg. Geil, dass du dich da wie Action Jackson einfach abhandelt. Ja, ich wollte das jetzt einfach mal probieren, weißt du? Bei Battlegrounds wäre ich jetzt wieder tot gewesen. Okay, lass mich mal gucken. Oder wird einiges in den VW-Lass sein, ey. Jede Menge feindliche Kühe. Sehe ich schon, Leute, aber jetzt wollen wir mal die Drohne noch einmal an zu markieren. Ich hab noch einen Tango. Da ist der Anführer auch. Ja, ja, wenn das der Anführer ist. Ja, ja, da ist der Anführer. Der Anführer ist immer der mit der Schutzweste. Wo ist der Chopper? Der Chopper ist ein LKW. Glaube ich. Muss näher ran, um noch welche sehen zu können. Oder ist die Mission jetzt mit dem Chopper für den Arsch? Ist die weg? Ist weg. Kann unten bis zum Straßenrand. Kann ich noch ein Stück vor. Da ist noch einer. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Ich dachte schon gerade, ich habe Gequietsche gehört von einem Auto. Ich dachte, Salix fährt jetzt rein. Kein Gedanke rein. Also ich könnte hier zwei wegholen, den Anführer. Noch gar keinen, ich bin jetzt noch am Dann wär... und lass Alex mal in Ruhe kommen. Hier haben wir Freunde hier drüben. Oh, hol die. Grüne Mützen, die müssen wir erstmal rekrutieren. Also zwei wär ausschaltbar, ne? Ja, zwei. Also jetzt wartet mal, ich tu jetzt erstmal uns Freunde holen. So machen wir es richtig. Ja, mach mal. Ich auch ganz gern mal gesehen. Vorsicht, der Hammer hat eine fucking Gatling. Also zwei könnten wir jetzt machen, ohne dass irgendeiner mitbekäme. Hallo Jungs. Zwei habe ich drin, siehst du noch einen anderen? Ich krieg keinen anderen gerade rein, außer den Zweier. Krieg noch einen rein, doch. Da kriege ich jetzt noch den drei rein. Ne, ich krieg noch einen anderen, der ist weiter oben am Haus, genau den krieg ich. Okay. Moment, verschieben. Ja, jetzt würde ich so alle drei gerade kriegen. Auf zwei geht mir jetzt langsam aus der Sicht raus. Warte, ich hole erst mal die Drohne hoch, bis Alex da ist.
Ja, der Zweier, der. Also ich würde den Zweier kriegen. Der ist jetzt mitten im Dorf, Salix. Ja. Der ich würde gucken, hier oben noch, einen kriegen. Darf ich meine Posi verändern, bitte? Tu bevor das. Wir anfangen. Ich gehe ums Dorf rum. Also der Zweier geht schön nach hinten weg. Ja. Und ich spare. Salix, wir zwei kümmern uns jetzt um den Zweier, wenn er steht, ja? Ich stehe fast an dem dran, ich kann den safe alleine töten. Ja, ich komme aber mit dir. Geh nicht zu nah ran, nicht in Sichtweite gehen. Nee. Lass es uns einmal durchziehen. Ja. Problem ist jetzt, wenn ich anfange zu schießen, hier gucken gerade vier Stück schön in meine Richtung. Ja. Warte, die verschieben. Also, Salix, kannst du? Gerade nicht, Sekunde. Ich könnte hier oben. Weil er haut seine Patrouille zurück. Ja, der jetzt kann ich. Bei mir aus dem Sichtfeld raus, Sekunde. Ja, mach. Drei. Achso, ja, mach. Mach. Chef tot. Nächster Chef auch tot. Könnt ihr den vor dir dann machen? Bei 158 Meter hier? Jetzt kannst du machen. Die sind alle schon ein bisschen in Alarm. Oh, erwischt. Ja. Also, bei dem Kopf hochtut, kann er mir. Alter, Vater, was hat denn der gefressen? 3 ist im Party-Modus. Ach, ich kann nicht durch die Scheibe durchschießen, deswegen. Oh lol. Boah, ich bin so super schlecht, ey. Drei am ist. Fenster ist, Alter. Ja, genau. Dort auf 3. 3 ist hinter dem Gebäude. 3 ist tot. Warte mal. Bevor beide rein. Warte mal. Ja, ich gehe doch bloß an die Hausmauer ran. Bleib doch entspannt. Lass mal gucken, ob da noch was ist. Was wir jetzt nicht auf dem Radar hatten. Scheint relativ sauber zu sein. Geh dann zurück und geh ins Gebäude, wo die mischen. Dies verrät den Standort einer Rebellensenderanlage, die nur wieder eingeführt wird. Da muss er nichts. Wenn er uns zu Judy und Polito bringt, ist es das wert. Ja, wollen wir hier mal Auto fahren? Ah. Haben wir die Mission jetzt erfüllt, ja? Scheint da so. Da unten ist noch ein blauer Punkt. Nee, das ist wahr. Nee, wir müssen der gelben Linie folgen. Ach, stimmt. Das zählt noch zu der Mission. Ja. Ich glaube ja, ist irgendwie zusammenhängend, oder? Ja, nee, dann machen wir jetzt erst die Mission und lass mal das Blaue, das können wir nachher. Dann lass hier rechts den Hammer holen. Ja, du hast ihn schon. Kann ich da auch hinten rein? Hallo? Warte. Bin nur ein Stück vorgefahren. Ja, nee, ich habe versucht, ob ich eventuell mich hinten drauf setzen kann. Ich glaube, es macht Spaß. Ich will die ganze Zeit shiften, gell? Ich krieg gerade einen Hüngerschen. Oh, wir müssen uns schicken. Oh. Das geht GTA-mäßig, geht es kaputt. Ja, komm, sie. Kaputt schießen! Dauert ein bisschen. Gut, die sind kaputt. Ach, das hört auch ein bisschen später auf, da kann ich nichts spüren. Also ich wäre jetzt mal gerne eine Runde mit dem Lambo gefahren, ne, by the way. Aber kannst du das anders machen? Die müssen jetzt da den Berg hoch, weil die haben nämlich nicht mehr lang. Wir haben das schon auf dem ganzen Kontinent gesehen. Aber Santa Blanca hat euch euer Schicksal als Individuum in die eigenen Hände gelegt.